Jo Leute, ich bin's wieder, euer Dicklinger alias Timo und willkommen zurück bei Pokémon. Muss ich jetzt mal kurz gucken, ja, alles haben wir. Gut, so. Habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Z ist Rennen, ne? Ja. Hey du, was ich? Genau, wenn du weitergehen willst, solltest du dich lieber noch mit Items ausstatten, denn es ist ein weiter Weg bis zu... Gibt aus und sehe ich, dass du noch keinen Pokémon hast. Ha? Okay. Ist das hier? Drinnen? Genau. Ja, gib mir ihn und ich finde ihn. Aha. Aha. Gut, jetzt haben wir den. Gehen wir mal, gucken mal kurz, ob noch zum Einkaufscenter ist oder ist da einer in der Nähe? Warte mal. Pokémon Center ist nichts. Okay. Da, genau. So, was brauchen wir denn alles? Kaufen. Geld 28.000. Superbälle. Nehmen wir mal 10 Stück. Dann. Tränke. Machen wir 20. Und Schutz 5. Ups. 5. So. Dann werden wir jetzt ausgestattet. Wir können nun loslegen in die große weite Welt. Da hat einer sehr super sein Haus gebaut. Netzball haben wir gerade gefunden. Super. Gucken, können wir vielleicht irgendwie Haus einsteigen per Schornstein oder sowas. Das Haus ist wohl scheinbar im Sand untergegangen. Okay. Was können wir hier alles machen? Legende der Sagenlandschaft weiterlesen, ja. Okay. Dann gehen wir aber erstmal zu den Käfer-Typ oder was das ist hin. So. Kuribi, ein neues Pokémon, setzen wir Glut ein. Und es wurde erfolgreich besiegt. Von unserem Chicken und sogar noch ein Level Up. Yanma, nein, möchte ich nicht eintauschen. Nochmal Glut und es müsste besiegt sein.
So, Käfersammler besiegt. Dann holen wir uns den Pokéball. Ich weiß, den Beleber. Den Baum. Damit können wir nichts machen. Gehen wir hier runter. Werden gleich von dem wilden Pokémon angegriffen. Ein Rattan. Level 13, weiblich. Und wir ergreifen die Flucht. Warte mal. Achso. Ein Pichu. Brauchen wir, denke ich, nicht. So. Ist mir jetzt Pokémon abgeschützt? Nee. Ein Luxusball. Ein Quapsel. Was jetzt sollen wir mal hier? Glauben wir gehen das Tier hoch und bekämpfen die? Ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Oh. Doppelkick. Oh Gott, das sieht aus. Ah, Drachen-Pokémons. Die halten immer so viel aus. Glut. Macht auch nicht viel. Das ist echt am sichersten Doppelkick, weil Flug macht erst recht nichts aus, weil es ja Drache-Flug ist. Nochmal Doppelkick. Erstauner, Schreck zurück. Nee, doch nicht. Ich hoffe, das hat nicht noch mal eins. Ach, nö. Oh, Furienschlag. Zum Glück nur zweimal. Nein, endlich. So, dann ist es mit der nächsten Attacke sicherlich besiegt. Ach, setzt Bodyguard an. Das war sein Fehler und zack. Hat einmal getroffen. Und wie viel? 1006 EP. So, na? Dann auf nach oben. Da fing ich schon mal super an, gleich ein wildes Pokémon. Oh mein Gott, ein Wampel. Ich muss die Flucht ergreifen, ich schaff's sonst nicht anders. So. Dann kämpfen wir noch gegen den. Doppelkick. Warum gemeine Attacke jetzt daneben? Ach Gott, das greift dann doch. Ich habe gar nicht gelesen, dass das Ding angesetzt hat. Georock. Ja. Setz mal Riolu ein. Auraschlag. Hm.
Das war jetzt gerade so super, ne? Ruckzucki bist du jetzt besiegt? Ja. 66 EP. Dann heile ich mal kurz. Noch einmal. Es reicht. Und schon wieder ein wildes Pokémon. Ein Minus. Ne, ein Plusel. Entschuldigung. Eintrennen. Ja, wie jetzt? Kann ich fliehen? Jetzt endlich. Könnten wir vielleicht noch einen Trainer schaffen in der Zeit? Wenn nicht die ganze Zeit Pokémon einen behindern würden. Voltilam. Mal gucken. Einmal Glut. Wenn es down ist, habe ich Pech. Und ich habe Pech. Dafür bekomme ich aber 100 EP. Oder 101. Und Knospi. Da ein Trainer. Kuribi, oder? Ne, Kuribi, genau. Brauche ich nicht. Ach, genau beim letzten Ding muss natürlich mal wieder ein Pokémon kommen. Das ist diesmal Minus. Minun. Gott. Wie ich kann bei einem Level 21er kann ich nicht fliehen. Na geht doch. So, den kämpfen wir noch schnell. Gegen den Teenager Lars, ein Dummiesel. Mann, ist das dumm, hahaha. Oh, hab wieder zu schnell gedrückt. Dann Doppelkick. Ja, wie fies. Und besiegt. So, 352 nur. Electric, okay. Glut. Ruckzuckhieb, au. Glut. Endlich. Und wird dann 3-Hit höchstwahrscheinlich. Ach, Chicken. Autsch. Nein. Es wurde besiegt. Naja, muss halt Riolu ran. Das backt schon. Vergeltung. Wird vielleicht aufparalysiert sein. Nein, doch nicht. Gott sei Dank. 735. Nein. Und Auraschlag. Und es müsste, glaube ich. Nein, nicht ganz. Schade. Wie? Warum kann es jetzt auf einmal nochmal angreifen, ey? Müssen wir mal kurz Chris reinschicken. Und wir sehen uns in dem nächsten Part. Bis dann. Ciao.